Hallo und herzlich willkommen zum sechsten Part von Crypt of the NecroDancer. Ich bin der Sushi. Ja, das letzte Mal bin ich wieder ziemlich hart in der dritten Zone abgefailt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt mal mehr gerissen kriege. Sonst Zone 1 und 2 war ja nun nichts im Vergleich dazu. Man kommt da rein und wird sofort von Gegnern quasi zu Tode gematscht. Naja, neue Runde, neues Glück. Und gleich erstmal. Au! So, das ist dieser Typ, der wartet einfach, bis er kommt und dann kriegt er eine drauf. Na, da brauche ich erstmal noch zu wenig Geld. Da habe ich nie aufgepasst. Na gut. Restart. Ich habe sowieso gleich am Anfang gut abgekriegt. Ja, es ist immer noch wichtig, hier in Zone 3 erstmal eine bessere Waffe zu bekommen, weil einige Gegner sind mit dem Dolch echt schwer zu kriegen. So, jetzt sind wieder so eine gelbe Wende, da ist wieder ein Händler. Man hat jetzt auch schon kurz gehört, aber na, erstmal brauche ich Kohle. Mann, das hat mir jetzt zweimal eine gegeben. Och, na kommt, Leute. Restart. Okay, schauen wir weiter. Oh, das greift mir... Leute! Oh, ich hätte wenigstens noch gar nicht gewusst, was in der Kiste drin ist. Und in der Wand. Oh Mann. Oh, das ist... Eine Spitzhacke, juhu. Okay. Nicht so gut, die Teile zu zerkloppen. Peitsche. Ist natürlich so nicht schlecht, aber dann lieber noch das Monokel. Das lässt mich so die Schätze sehen. Hm.
Na, Rüstung, fein, fein, fein. Ah, falsch gesprungen. Oh Mann. Na, ich hole mir noch das Monokel. Damit sollte ich jetzt normalerweise so durch die Wand Schätze sehen. Und Diamanten. Oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Na komm her. Und tot. Oh, gleich zu Ende. Oh, ich will wenigstens noch den Boss killen. Ich will nicht wieder so einen großen Bossfight haben. Ah. Schön, genau. Klar. Und tot. Erstmal zur Lobby, 6 Diamanten. Und dann wieder in das hoffnungslose Getümmel stürzen. Ein Helm. Ich warte gleich eine Überraschung. Ach, nur wieder so ein Transmorph-Dingens. Damit kann ich nur nichts anfangen. Oh, eine Banshee. Oh, plus 100 Coins. Gelbe Schriftrolle gefällt mir. Oh, Mann, 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 Mann. Echt mal eine bessere Waffe. Wie oft ich hier schon gefacepalmt habe. Ah, da gibt's wieder Nahrung, wenn man denn die Kohle hat. Warum hat mich das Vieh jetzt geschlagen? Normalerweise einmal links, einmal rechts. Heilzauber. Oh, ein halbes Herz.
nehme ich wieder schön mit. Das sehe ich mehr. Ja, momentan sehe ich hier immer noch keinen Punkt, ey. Dieser Cooldown scheint Kills zu sein für die Zauber. Oh, noch der Bulle. Gleich in die Ecke getrieben und tot. Ist das hart. Ich befürchte, Zone 3 wird noch viele Parts haben. Hat ihm schon wieder eine gegeben jetzt. Das ist nicht cool. Und jetzt zieht er mal 3 Herzen ab. Hart, hart, hart. Schon mal eine bessere Waffe, aber auch nicht unbedingt optimal. Au. Nein! Oh! Da habe ich mich jetzt verdrückt, weil ich jetzt so, naja, zu dem Dolch gewohnt bin und dann durch das Breitschwert greife ich auch schräg daneben an und ich dachte, er greift nochmal an, aber da ist er jetzt ein Feld vorgesprungen. Ich lande aus dem Totenschädel. Oh, jetzt wurde ich nur noch von so einem Schubstyp gekloppt. Och Mann. Ich dachte, man stirbt, wenn man auf die Totenschelle springt, aber man verliert nur ein Stück Leben. Da hatte ich schon abgeschaltet. So
Turn of Peace wieder, habe ich ein Herz mehr. So, Blutschrein. Oh ne, alles kostet 2 hier. Mensch. So, Ring of Peace. Noch ein Herz mehr. Bleib mir bloß weg. Verstehe ich nicht. Meistens ist doch mal eins nach oben schlagen, eins nach oben schlagen. Und ich hatte so viele schöne Herzen. Wieso hat er mich jetzt also teilweise raff ich es echt nicht, warum ich Hits abkriege. Mysteriöse Sache. Also ich warte jetzt wieder, bis er auf mich zukommt. Boom. Da habe ich nichts abgekriegt. Ich verstehe es nicht. Käse geheilt. Jetzt wieder gut runtergeschlagen. Und tot. Ach, das war erstmal eine nützlichere Waffe. Aber im Rappel wieder aufpassen, man hat zwar 2 Range Attack, aber man springt eben so ein bisschen rein in den Angriff. Ich werde wieder von allem angegriffen, ob es lebt oder nicht. Hi, was machen die denn da? Oh nein, ich war nicht im Takt. Oh Mann. Ah. Okay, letzte Runde. Come on.
Okay, der Schwert of Risk war das. Oh mein Hart. Erstmal das Langschwert. Habe ich wieder zwei Range nach vorne, aber immer wenn ich ins nächste Level komme, naja, verliere ich ein halbes Herz. Ah gut, ich habe zwei Äpfel. Die werde ich auch gleich beide nehmen. Auf 7 Milliarden von diesen Kobold. Komm noch, Herr Freund hier. Okay, nächste Ebene. Shrine of Risk. Oh, das ist der Hammer, wie viele Gegner hier immer gleich sind. Ich bleib bei Luck. Eiszauber. Naja, geht so. Schwarzer Typi. Ach, ich geh nicht auf diesen Schein. Naja, auf diese Falle. Blutschwert. Au. Och Mann, das ist immer blöd, wenn die in die Wand reinphasen. Na, Blutschwert heile ich mich zwar ein bisschen, aber dafür macht es, glaube ich, Mühe weniger Schaden. Na gut, okay, wenn ich jetzt nicht aufpasse, dann habe ich sowieso nur noch ein halbes Herz. Also so oder so im nächsten Level, wenn ich nicht vorher treffe. Okay, das, ja, tot, dann... Ja. Spiel irgendwie still. Jetzt läuft es. Gut. Zur Lobby. So, ich habe immerhin 12 Diamanten. Dann hole ich mir mal hier die Glitzerbomben. Bombspell. Auch nicht schlecht. Also Bombenzauber quasi. Gut. Ja. Okay, das war's dann erstmal für heute. Ja. Dann hinterlasst einfach mal einen Kommentar. Liked. Wie auch immer, guckt euch die anderen Videos an, hier Divinity Originals hin. Ansonsten, für heute war es das erstmal. Dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute!